Deswegen haben wir als Menschen ein Gewissen. Und nicht nur wir als Menschen haben ein Gewissen, sondern Tiere haben zum Beispiel auch ein Gewissen, was man ja immer wieder zum Beispiel in den Verhaltensweisen von Hunden und Katzen feststellen kann. Die Gewissenhaftigkeit ist gewissermaßen eine Entlastung von uns selbst, also von unseren Eigenheiten, von dem Egozentrischen, vielleicht dem Egoistischen, dem Narzisstischen, also eben dem Einseitigen, von dem wir ja oft als Menschen glauben, dass es in Wirklichkeit nur trägt. Und insofern ist unsere Gewissenhaftigkeit, die ja ganz einfach dahingehend wirkt, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir überlegen, hätte ich anders handeln können, hätte ich anders entscheiden können, hätte ich diesen Menschen etwas anderes tun können, im guten Sinne wie im schlechten Sinne oder in irgendeinem Sinne. Also irgendetwas arbeitet in uns immer weiter, tatsächlich immer weiter im wahrsten Sinne des Wortes. Das endet hier nicht, das Gewissen endet nicht, weil es ständig in Bewegung ist. Und das Gewissen zeigt einfach, um es ganz schlichtweg auszudrücken, dass wir nicht nur wir selbst sind, sondern dass ein höheres Selbst, ein weiteres Selbst, wie wir es auch immer deklarieren wollen, in uns ist oder wir dadurch bedingt sind. Das heißt, wir sind nur in größeren Zusammenhängen und in etwas umfassenderem vorstellbar und quasi darin enthalten. Und insofern ist das Gewissen immer ein Wegweiser dafür, dass noch etwas anderes ist, dass es eine andere Position gibt, dass Menschen beteiligt sind, dass wir mitfühlende Wesen sind, ob wir jetzt hingucken wollen oder nicht. Viele Menschen ignorieren das und sagen, das ist nicht so, oder sie rationalisieren das und behaupten, das gibt es nicht und finden dann ihre eigenen Logiken und Wege. Aber da machen sie sich etwas vor. Das Gewissen ist tatsächlich immer da. Immer da, besonders dann, wenn wir zum Beispiel mit uns alleine sind, wenn wir auf uns selbst angewiesen sind. Wenn wir uns auch einsam fühlen, wenn wir dadurch Angst haben oder depressiv sind oder was auch immer da sonst noch vorkommen kann. Das Gewissen ist also immer am Wirken, das ist interessant. Meistens eben, wie gesagt, in der Ruhe, aber auch so zwischendurch und immer wieder. Das Gewissen ist, um es nochmals auszudrücken, niemals still. Und es ist auch niemals zu unterdrücken, sondern es wirkt immer irgendwie phänomenal. Das ist das Interessante. Und sei es eine Körperbefindlichkeit, in der man sich jetzt zum Beispiel unwohl fühlt und der Körper, das Vegetativum agiert und sich zeigt in seinen Phänomenen und man sich dann fragt, warum ist denn das so, wie entsteht das? Und dann weist dich meinetwegen ein Schmerz oder eine Befindlichkeit, eine Gefühlsbefindlichkeit auf etwas hin, wenn du dazu bereit bist, eben tatsächlich hinzuschauen, wenn wir bereit sind, das dann tatsächlich anzunehmen. Insofern ist das Gewissen etwas sehr Wertvolles und keinesfalls nur etwas Persönliches, also etwas sehr Abgeschlossenes, Individuelles. Das Gewissen zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Persönlichkeit wirkt, das ist ganz wichtig. Insofern ist jeder Mensch tatsächlich einmalig in seiner Gewissenhaftigkeit und seinem Gewissen auch verantwortlich und nur persönlich verantwortlich. Aber eben die andere Seite des Gewissens ist das Gemeinsame, das Umfassende. Das, was noch mehr ist als nur das Persönliche oder das Individuelle, sondern eben der Zusammenhang des Ganzen. Und damit eben so etwas wie meinetwegen der Begriff des, der wird ja häufig gebraucht, des höheren Selbstes. Ich persönlich scheue mich vor solchen Begrifflichkeiten, weil sie natürlich immer Definitionen schaffen, an denen man sich festhält. Und darum geht es jetzt dabei nicht. Aber es ist doch einerseits etwas durchaus Schwieriges und wenn nicht sogar etwas Bedrohliches und auf der anderen Seite aber etwas sehr, sehr Entlastendes, das Gewissen. Weil das Gewissen bedeutet immer, da ist noch eine andere Wirkung. Da sind noch ganz andere Zusammenhänge. Es sind Dinge, die man noch weiter bemerken kann und insofern, die einem stets und ständig zur Verfügung stehen und zum Beispiel auch dazu führen, dass wir uns im Leben immer wieder ausgleichen und eben nicht einseitige Tätigkeiten, Auffassungen haben oder agieren, sondern eben doch immer wieder glücklicherweise einen Ausgleich schaffen. Und wenn wir den nicht persönlich schaffen, das ist wie gesagt der Auftrag des persönlichen und persönlichsten Gewissens, dann wird eben der Ausgleich anderweitig geschaffen, von wem auch immer. Das ist dann das Große, das Schicksal, das Karma, egal wie wir es bezeichnen wollen.
Und insofern ist Gewissenhaftigkeit etwas Interessantes. Es ist tatsächlich auch immer da. Also nicht, dass man jetzt fragen muss, wo ist denn das Gewissen und wie komme ich denn zu meinem Gewissen? Oder welche 10 Wege gibt es zum Gewissen und all diesen Geschichten? Es ist stets da, wenn man sich einfach nur besinnt, wenn man dem, was da hervordringen will, immer wieder vertraut, wenn man es zulässt, vor allen Dingen auch.